Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier bei mir beim Opa. Ja. So, ich habe hier ein Problem mit meinem Flughafen. Denn diese kleinen Flugzeuge hier blockieren mir die ganzen Hangars, weil, nicht Hangars, ja, Umschlagplätze von mir aus dann, egal. Weil die ja warten, bis hier genug Werkzeug ankommt. Es kommt aber kein Werkzeug an, nicht genug, weil die gar nicht so schnell arbeiten. Das heißt, ich habe mir jetzt überlegt, ich nehme den kleinen Flughafen hier raus. Ich muss jetzt nur aufpassen. Ich habe hier Mods drin, die, sobald ich die anwähle, stürzt mir das Spiel ab. Und ich weiß nicht, Güterflughafen, so. Für große Frachtflugzeuge. Kannst du mir was sagen, wo meine ganz normalen Flughäfen sind? Das verstehe ich doch nicht so ganz. Regional Airport. Wenn ich die anklicke, stürzt mir das Spiel, glaube ich, ab. Passagier. 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 Für große Passagierflugzeuge, Güterflugplatz, kleine Frachtflugzeuge. Kackt er mir ab? Nee. So, okay, der muss jetzt nur noch hier hinpassen. Wie drehe ich nochmal? M&N war das, ja, genau. So, jetzt muss ich noch gucken, der passt ja hier nicht hin. Das ist natürlich ein Problem. Er muss aber so sitzen, dass er eine Verbindung hat mit dem. Denn ich habe jetzt keinen Bock hier alles wieder umzumodeln. So, hier wird er hinpassen. Ich weiß jetzt nur noch nicht. Straßenmäßig aussieht. Problem. Wo ist denn hier der Straßenanschluss? Muss ich den erst. Ne, da wäre er. Aber das reicht nicht aus. Der verbindet zwar hier, aber den großen Flughafen verbindet er nicht. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den hier eingebaut bekommen. Das wird natürlich richtig teuer. 11 Millionen. Weil aber ich krieg den hier nicht dran. Das hier wäre noch so eine Idee. Ich muss jetzt gucken. Ich muss da mal. Kann ich hier. Komme ich hier ran mit der Straße? So, warte. Ich muss jetzt ganz kurz erstmal eine Straße hier rüber bauen. Das muss keine so eine große sein, kann aber ruhig. Hier. Nein. Das ginge. So, da bin. Soll man das so machen? Ja. Da und dann hier eine Verbindung wegen der Entfernung. Und dann Flughafen. So, jetzt muss ich wieder den normalen finden. Ja, für kleine Flugzeuge. So, wo ist jetzt hier der Anschluss? Jetzt haben wir die Verbindung. Das muss sein. So, jetzt Shift und M. Das Ganze drehen. So, das geht auf jeden Fall. Da kann der hier hin, kostet jetzt auch nur noch 4 Millionen. Und die Verbindung ist da. Verbindung zu dem Flughafen ist da. Aber ich brauche die Verbindung ja zu dem Umschlagplatz. Oder ich muss die Route ändern. Das geht eigentlich auch. Ich habe. Oder einen separaten Platz für die. Ah. Nee, 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 nee.
Hier haben wir. Was haben wir denn hier? Habe ich hier. Ach, das ist ein Bahnhof. Ich krieg das hin. Ich bin überzeugt. So, wenn ich jetzt hier eine Verbindung schaffen könnte, könnte der auch hier sitzen. Gut wäre es schon, wenn der hier verbunden wäre, denn. Nee, brauche eigentlich nicht. Ich brauche den Flughafen da nicht. Den können wir trennen. Der soll nur sein Getreide machen. Und hier macht die Werkzeuge für den Kram da. Ne? Ist also noch nichts passiert. Braucht nur hier eine Verbindung. Machen wir wieder so eine Straße. Ziehen die schön parallel hier vorbei. Die vielleicht irgendwann mal brauchen. Dann muss ich die Linie umlegen, aber das ist kein Problem. So, das wäre der Flughafen. Der kleine. Ist er das? Nee, das ist er. Wenn wir dann, naja, nicht schon weiter, wieder weiterdenken. So, pass auf, wir brauchen hier die Verbindung, genau. Wir müssen mit Shift arbeiten, dass wir hier schön glatt rankommen. Kostet 7 Millionen, okay, ist ein bisschen teurer geworden. 6 Millionen. 6,2. Die Straße kann ich ja anpassen. Kleiner, guter Flughafen. So, der kriegt natürlich noch ein paar Dingens dabei. Ein paar Terminals. Und wir machen hier eine Verbindung. Wo ist denn die Straßenanbindung hier? Oder kann ich hier. Nee, stopp. Das hier war jetzt Käse. Weg damit. Wo ist denn hier die Straßenanbindung? Aber ich kann ja mal gucken. Ja, alles wird gut. Gebäude. Ist ja Wahnsinn, wie das hier. Cargo Terminal. Wenn ich das jetzt anklicke, kackt er mir wieder ab. Pass auf, ich mache jetzt erstmal eine Speicherung. Geht das dann mit F5? Ne. Nicht bei diesem Spiel. Oder habe ich 5 gedrückt? Also egal. Speichern 65. Mach mal eine 66 draus. Ja, ich habe immer ein bisschen Puffer, damit, wenn was passiert. So, konfigurieren. Ich bräuchte eine Straßenanbindung. Wie? Wo ist? Gibt es die hier nicht? Ein Hangar? Brauche ich auch nicht. Cargo? Cargo Ramp? Okay. Eine Million. Machen wir mal. Und was haben wir hier? Passagier, Passagiergate. Gate C ist ja Wahnsinn, was alles gibt, ne? Alles Passagiergates, Regional Airport. Was ist ein ATC? Das sind diese Dinger. Okay, Gebäude. Es gibt keine Straßenanbindung in dem Sinne, ne? Güterterminal, ja, gut. Ja, komm, 2 Millionen, machen wir noch eins dabei. Jetzt muss ich trotzdem gucken, dass ich hier eine Verbindung bekomme. Das geht doch eigentlich über das Flughafengebäude, oder nicht? Gebäude. Hauptgebäude, genau. Ja, das ist ein Hauptgebäude. Da muss die Straße ran. Da muss ich gucken, dass ich hier vielleicht die wegreiße. Genau.
Und nee. Ich gucke, ob ich hier eine. Da. Da haben wir die Verbindung, genau. Das war der Plan. So. Jetzt einfach nur hier dran. Steigung zu groß. Ja. Nein, so geht das nicht. Okay, gut. Das ist aber jetzt nicht euer Ernst, dass ich das jetzt nicht angeschlossen bekäme hier, ne? Ich habe natürlich hier ganz böse Steigungen drin, das ist richtig. Brauche ich diesen Passagierbahnhof? Den habe ich extra hingesetzt, damit er verbunden ist mit dem, weil da irgendwann Regionalzüge fahren sollen. Okay, jetzt muss ich mal überlegen, kann ich von hier vielleicht. Von hier sieht es aus, jetzt bekäme ich da ein Problem. Es sei denn, wir machen es so. So, und ich jetzt anklicke. Haben wir den, haben den, aber wir haben den großen Flughafen leider nicht. Das ist aber jetzt nicht so tragisch, glaube ich. Gut, wir haben drei Terminals, haben wir jetzt gebaut. Das ist ja völlig ausreichend. Jetzt muss ich überlegen, jetzt muss ich echt überlegen. Die Linie von denen hier. Linie verwalten. Brauche ich ja eigentlich nur den Frankfurter Flughafen wegzumachen und dafür den hinzumachen, ne? Neu-Isenburg Flughafen. Ja, kann man sogar lassen. So, den machen wir weg. Und schauen mal, was passiert, wenn ich jetzt starte. Denn. Ja, lass mal laufen. Die heben jetzt ab. Fliegen wohin? Ja, ich muss die Route nur umbenennen. Machen wir am besten sofort. Der heißt jetzt Flugzeug NI Neu-Isenburg Güterflughafen. Enter. Okay, die hauen jetzt ab und die Getreideflieger können jetzt wieder hier ihrer Arbeit nachgehen, ne? Der hat geladen, genau, weil hier sammelt sich nämlich das Zeugs. So, und hier müssen wir aufpassen. Ich habe viel Geld ausgegeben. Neue Züge und und. Ja. Hier sammelt sich das Werkzeug und hier ist nichts auf dem Lager, weil keine Bretter ankommen. Warum kommen keine Bretter an? Weil die Flugzeuge hier gestockt haben. Oder? Warte mal, wo kommen denn die Bretter her? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Oh Gott. Es ist schon ein Riesenprojekt, ne? Aber es macht Laune, das hier zu verwalten, ne? Wo waren wir? Hier. Wie kommen hier die Bretter hin? Lass mich mal kurz überlegen. Lieferanten. Ottweiler Sägewerk. Ah, genau. Die kommen im Schiff. Die kommen im Schiff hier an. Ottweiler Sägewerk. Lass mich mal kurz überlegen. Ich bin verwirrt. Getreide, Getreide. Wie kommen denn die Bretter hierher? Die fahren Werkzeug und fahren Bretter. Wie kommen die Bretter hierher? Kommt die mit dem Flugzeug? Nee.
Ah, doch. Doch, 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 doch. Warte mal. Muss mich kurz wieder reinfinden. Das ist eine Weile her, dass ich das Spiel hier gemacht habe. Und ich habe jetzt auch nicht reingeguckt. Ist besser gemacht, ne? So, wo haben wir denn den Flughafen da unten? Wo bin ich denn? Völlig falsche Ecke. Da muss ich hin. Ja, komplizierter geht es ja kaum noch, ne? So, weil diese Linie unterbrochen war, sieht das jetzt aus, als wenn es hier nicht weitergeht, ne? Der fährt leer, klar, der fährt leer und der fährt gefüllt da hoch. Und hier warten 872 Bretter. Oh mein Gott, ja. Gut, das wird jetzt bald wieder weiterlaufen und das kostet uns richtig Geld, weil wir hier gepennt haben. Also ich. Aber es ist nicht so tragisch. Das wird sich fangen. Hoffe ich zumindest. Okay. Hat jetzt damit nichts zu tun. So, jetzt ist die Frage, wie geht es jetzt hier weiter? Werkzeug dauert jetzt wieder, bis das anläuft, weil hier keine Bretter kommen. Die Bretter. So, hier lagern noch ein paar Werkzeuge. Die könnten die hier eigentlich holen. Warum holen die die nicht? Weil die hier stehen und auf Bretter warten. Ist das so? So, die haben die Werkzeuge. Die Werkzeuge sollten eigentlich hier verladen werden. So, und jetzt habe ich ein Problem. Warum? Legt der jetzt hier Getreide ab? Das ist ja völlig gaga. Der ist am Landen. Der lädt Getreide. Wofür lädt der Getreide? Was habe ich denn hier mit Getreide zu tun? Ah, okay. Ja, ich verstehe. Der lädt Getreide, aber der soll aber auch. Ah, also nicht gut. Die warten auf Bretter und der würde gerne hier abladen, kann aber nicht, weil der andere im Weg steht mit seinen Brettern, ne? Oder? Lass mich mal kurz die Route hier betrachten. Frankfurt Güterflughafen. Warten, bis er voll ist. Nee, kann ich nicht machen. Das wird nichts. So. Ich genau deshalb. Es gibt nämlich hier einen Stau. Ah, ne, er hat gespeichert. Okay. So, der hat jetzt abgeladen. Und hier sollte jetzt irgendjemand vollladen. Aber die würden auch besser warten, bis sie voll sind. Denn jetzt hat er nämlich das Getreide hier rüber geballert, ne? Ja, das ist okay. Übersicht. Ja. Woher weiß der jetzt, was er mitnehmen soll? Jetzt bin ich immer noch verwirrt. Das Getreide. Ja, die warten jetzt auf Werkzeuge. Ne, die warten auf Bretter. 126 minus. Ich weiß nicht warum. Ja, ich krieg die Luftfracht, die Luftgeschichte hier, die kostet uns erstens mal jede Menge Unterhalt.
So, wir haben hier, ja gut, wir haben hier 107.000 investiert. Aber hier geht es jetzt so langsam wieder aufwärts. Eisenbahn, ja. Bis 9.17. Wir sind schon auf 2017. Wahnsinn. Weiß noch nicht, ob das hier jetzt so funktioniert. Ich weiß es auch nicht. Staut sich jetzt hier was am Flughafen? Lass mich da mal gucken. Da kommen die Flugzeuge. Der hat Getreide, das ist okay. Der hat Werkzeug, der hat Getreide. Was ist mit dir? Hä? Du wartest auf drei Passagiere? Was ist das denn für ein Quatsch? ÖTV? Ach so. Na gut, dann lassen wir den mal warten. Kostet natürlich Geld. Oh, das wird immer schlimmer hier. So, warum sammeln sich jetzt hier das Werkzeug? Okay, das wird weggefahren. Klar. Hier kommt Werkzeug an, immerhin. Und, warte. Ja, und der fährt Werkzeug dahin. Hat der ein bisschen Plus? Der hat ein bisschen Plus. Ja, es ist keine Riesensumme. Das hier ist ein Passagierkutsche in meinem Nostalgie, in meiner Nostalgie-Ecke hier. So, das Problem ist, hier sind jetzt hier die Bretter. Das ist Fakt, ne? Der ist zwar unterwegs, aber bis das jetzt hier unten ist und die verladen sind und die mit dem Flugzeug da hochgeschickt werden, dauert natürlich. Oh, jetzt haben wir mal einen guten Sprung gemacht hier. Was ist denn jetzt passiert? Die Tickets der Luft, die laufen wieder. Sehr schön. Ja, da müssen wir wieder hin. Und wir müssen die Eisenbahn. Da sieht es im Moment auch noch wüst aus. 73 Millionen. Da fehlen noch ein paar Millionen. 62. Ja. Da muss ich hier mal kontrollieren, was hier los ist. Entschuldigung. Wie viel haben wir denn schon wieder? 22 Minuten. Jetzt kommt der schon wieder mit seinem schlechten Zustand. Das ist doch eine Katastrophe. So, der hat jetzt Plus, hat aber keine. Doch, er hat geladen. Er hat Eisenerz geladen und gar nicht mal so wenig, dass er hier ablädt, was gut ist, denn die ist richtig voll in der Produktion und hier sammelt sich richtig viel Stahl. Heißt aber auch, dass wir das hier nicht schnell genug wegbekommen, ne? Und dieser Stahl soll nach Lebach. So, Linie verwalten. Lebach und der macht hier noch einen Verteilergedöns. Das weiß ich auch nicht mehr, was das war. Keine Ahnung. Kann ich jetzt hier hinspringen? Ja, kann ich. Okay, so, wie sieht es hier aus? Recht wenig im Lager. Wir könnten hier deutlich mehr herstellen. Wenn wir es schaffen würden, hier Material hinzubringen. Bringen die Material, die bringen Werkzeug. Wieso bringen die Werkzeug? Hä? Was ist das denn für ein Quatsch? Getreide. Brot. Fährt er das hier hoch? Warum fährt der von hier unten Werkzeug hoch nach Lebach? Ach ne, der bringt Stahl. Stopp, ich habe Werkzeug gesehen. Bringt Stahl, aber zu wenig. Eindeutig zu wenig. So, weil die Entfernung ist extrem.
Jetzt kann aber der Zug hier, der könnte jetzt hier noch Werkzeug mitnehmen, aber kann er nicht, weil es ein Schüttgutzug ist. Das wäre jetzt der Oberhammer, wenn der noch Werkzeug hier mitnehmen könnte. Da aber jetzt noch Waggons dran zu hängen, möchte ich eigentlich auch nicht. Ne? Man hat jetzt 7 Millionen. Und schau an, wir sind wieder im blauen Bereich. Ich habe ja gewusst, dass es sich wieder fängt. Ja, der Flughafen da oben, das hat mich jetzt einiges gekostet. So, und die Flugzeuge bringen jetzt gleich wieder richtig Kohle, wenn dieser Frachter hier ankommt. Ne, wo ist er? Sobald der die Bretter hier runtergefahren hat. Im Prinzip würde es sich fast schon lohnen, hier einen Flughafen hinzubauen. Aber da würden die zwischenlanden, die Bretter aufnehmen und... Ich glaube, wir könnten hier ein zweites Schiff einsetzen. Das wäre ja schon fast lohnenswert. Oder... Wie weit ist das da hoch? Das ist ein Stück, ne? Dass die Getreide... Und Getreide hier hochfahren, die Bretter mitnehmen. Weil Getreide wäre auch noch eine Idee, dass wir da eins mit einbauen. Oder wir bauen alle drei damit ein. Dann fährt keiner von denen leer, ne? Jetzt warte ich mal, bis der abgeladen hat und dann machen wir das. Da fahren die hier hoch, laden hier Getreide ab, fahren hier hin. Warte mal, wo laden die Getreide ab? Hier. Wer ist ja, sie überlegen, die... Die jetzt hier rüber zu karren, ist natürlich auch so eine Sache. Ging aber, glaube ich, schneller. Was soll ich die alle durch Lebach fahren lassen? Saublöd, ne? Weiß noch nicht. 35, 6. Ja, so liebe ich das. Okay, ja. Andererseits, wenn das jetzt hier wieder läuft, aber wir könnten einiges hier verbessern, ne? Siehst du, da hätten wir nämlich hier auch das Problem mit der Wartezeit nicht. Ja, wir warten, bis das Schiff hier unten angekommen ist. Mach einen Moment bloß, ich lass mal ganz kurz schnell laufen. Boah, die Folgen, die rennen immer schnell, so schnell da weg. Das machen wir jetzt mal ganz schnell. Die produzieren volle Kanne, ja. Klar. Flugzeug bringt auch wieder was. Langsam, gehen wir wieder zurück. Der bringt Getreide, genau. Und der braucht noch wie viel? Das ist die Frage. Das hat der natürlich geladen. Kann ich den dann trotzdem noch auf die andere Linie schicken? Muss ich aber auch warten, bis die Bretter weg sind, ne? Sonst habe ich da auch ein Problem. Fährt er jetzt trotzdem dahin? Das habe ich doch so gemacht, dass der auch anlegen kann, ne? Hoffe ich doch. Ein 70, ah, der bringt ein paar 50, da kommt der nächste schon. Da könnten wir diese Wartezeit auch überbrücken. Und der lädt jetzt um. Das müsste jetzt rasch gehen. Der lädt ab. Wartet der drauf? Oh, es kommen ja genug. Fliegen ja jetzt nicht alle da. So, der ist jetzt voll, ne? Ja, genau. Und der hat entladen. Jawohl. Hat entladen und zwar hierhin. 202 hat er schon mitgenommen. Nee, leider nicht. Aber der dürfte es mitnehmen. Ja. Sehr gut. So, jetzt können wir die Schiffslinie umbauen. Muss ich kurz stoppen, sonst kann es passieren. Was hat er denn jetzt hier gesammelt? Das wird jetzt wieder ein Problem. Ne? Jetzt habe ich nämlich hier schon wieder 765.
würde bedeuten, ich schicke diese beiden Schiffe ja, ich glaube, das geht. Ich schicke diese beiden Schiffe, Moment, Fahrzeug verwalten. Diese beiden Schiffe schicken wir auf die Linie Schiff. Saarbrücken, Avold. Warte mal, was haben wir denn hier für einen Hafen? Wie heißt der? Das ist nicht Avold, das ist OTW Hafen. OTW Hafen. Schiff OTW Hafen, Avold Hafen. Diese beiden Schiffe schicken wir auf die Schiff OTW Hafen. Ist das richtig? Wo ich jetzt irgendeinen Fehler mache hier. So. Die Linie muss ich aber umbauen. Linie verwalten und nach OTW, nee, nach St. Avold eine Haltestelle hinzufügen. Und zwar die, ne? So. Die Frage ist jetzt, Saarbrücken Hafen lädt er nur ab, St. Avold Hafen soll er laden, ne, vollladen einer Fracht. Ja, Getreide, ne? So, OTW Hafen, jetzt muss ich aufpassen. Da darf OTW Hafen, sollte er nichts entladen. St. Avold Hafen wird auch nur entladen. Nee. Nee, nee, nee. Ja, doch. Nee, da bringt er doch Getreide mit. Ach, Opa. Bist du Gacker? Bist du Gacker? Hier soll er nur entladen. Hier nimmt er gar nichts mit. Denke ich mir doch, ne? So. Damit es da kein Durcheinander gibt. Und da lädt er aus und lädt ein. So, lass mal kurz laufen. Ich muss jetzt gucken. Das sind wahrscheinlich die hier. Die 700. Ich hoffe, die werden trotzdem genommen. Der fährt jetzt runter, holt Getreide. Der fährt runter und bringt. Er holt auch Getreide und er fährt hoch, holt Getreide und geht ja auch nicht. Ach so, doch, der sollte eigentlich jetzt Getreide hier mitholen, was er nicht gemacht hat. Stopp, 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 stopp. Opa, da hat die Nerven. So, haben wir jetzt hier Getreide. Jetzt haben wir nicht viel Getreide hier, weil ich die Linie umgebaut habe. Oder kommt hier zu wenig an? Hier kommt sehr wenig an, ne? Schiff Getreide Saarbrücken. Was ist denn das jetzt noch für eine Linie? Ach so, da ist kein Fahrzeug mehr drauf, ne? Ja, die kann eigentlich weg. Linie verwalten, die kann weg. Schiff Getreide, Saarbrücken gibt es nicht mehr. Ja. Das ist jetzt gleichzeitig die geworden. Okay. Kann jetzt ein bisschen dauern, bis die wieder läuft. Wir haben 40 Millionen im Plus. Was willst du denn mehr? So, der hat Retter dabei. Jetzt läuft es doch wieder perfekt hier. Wir haben unsere Billion voll. Trier benötigt jetzt Treibstoff. Es gibt so viel zu tun. Oh, das hier geht aber schnell jetzt. Ja gut, der bringt jetzt auch wieder. Ja, das läuft doch. Der bringt. Geschwindigkeit ist gering. Mehr habe ich jetzt auch hier nicht anzubieten. Ne? Hier haben wir wieder viel zu viel. Naja, es gibt nie zu viel. So, jetzt haben wir, glaube ich, das hier wieder gut im Griff. 803. Ja gut, Zug Getreide, das ist ja richtig. Der nimmt er jetzt wieder mit oder hat mitgenommen. Ist zwar jetzt in den Miesen, macht aber nichts. Ach, das ist ja richtig gut. Ja, hier läuft das Getreide auch gut. Wo kommt denn die jetzt her? Seit wann sind die hier?
Schon länger, keine Ahnung. So, und hier hat sich nichts geändert. Das läuft. Ah ja, gut. Die sind geblieben. Das war auch so, weil ich das richtig rumgemacht habe, ne? Der fährt jetzt runter Getreide holen. Der fährt hoch Getreide holen. Ja, das könnte jetzt ein Problem werden hier. Flugzeuge. Der bringt 51. Der hat hoffentlich Bretter dabei. Oh. Ein Gedicht. So, die Bretter müssen eigentlich da oben jetzt ankommen. Wir haben 34 Millionen plus. Es sieht alles sehr gut aus. Ja, hier sammelt sich überall Zeugs. Hier ist noch Getreide, jede Menge. Hier ist auch Getreide. Moment. An dem Flughafen. Oh, der läuft schon über. Oh. Den muss ich schon mal direkt vergrößern. Hauptgebäude. Güterterminal für 20 Gütereinheiten. Das war wenig. Hauptgebäude für 100 Gütereinheiten. 40 Passagiere. 100 Gütereinheiten ist doch schon mal eine Ansage. So, jetzt sind wir aber auch hier schon durch. Ich muss hier eine Landebahn dazu machen. Cargo. Frage ist, wie viel? Das steht nicht dabei. Ja, das wird jetzt ein Problem. So, 2. Terminal 2 hat 240. Was ist Terminal 2? Das ist die große Frage jetzt, ne? Das Hauptgebäude ist jetzt schon wieder überfüllt. Ich kann nichts dazu bauen. Ah, ist das furchtbar. Jetzt ist der kleine Flughafen zu klein, weil ich keine. Die kann ich gar nicht richtig erweitern, ne? Du da. Ist aber nicht gut. Getreide läuft mir über. Und ich kriege hier keine Gebäude mehr ran. Ah, was mache ich denn da? Flughafen war die falsche Wahl, das ist Fakt. Heliport? Ne, habe ich ja keinen. Ne? Okay, muss ich mir angucken, ob es hier. Ach, das ist sehr ungünstig. Das ist aber sehr ungünstig. Das heißt, ich müsste hier so einen abreißen. Aber warum kann ich den nicht vergrößern? Oder ich muss das Getreide hier schneller wegarbeiten. Das hängt ja jetzt nur am Getreide. Bedeutet, was macht denn der mit dem Getreide überhaupt? Getreide. Der liegt Bretter. Und der würde gern landen, ne?
So, was passiert hier? Getreide. Ganz schnell stopp. Was ist hier mit dem Getreide los? Wieso kriege ich kein Getreide mehr hier runter? Das ist, weil ich die Linie hier umgebaut habe. Würde bedeuten, der kann hier. Stopp, hier ist er mal. Aus irgendwelchen Gründen bringen die hier kein Getreide mehr mit. Warum? Die läuft doch, die Linie. Das Getreide kommt nur noch von hier. Hä? Klar, jetzt warten die Flugzeuge da oben auf das Getreide. Es geht nämlich dann ganz schnell wieder in die Miesen. Na, warum kommt da keins? Frankfurt Flughafen. Warum sammelt sich jetzt hier das ganze Getreide? Oh Gott. Das ist ja gar nicht logisch. Okay, es sind jetzt nur noch 60. Also wäre doch gut gewesen, wenn ich hier eine Verbindung zu dem Großen gehabt hätte. Aber was macht denn, wieso bringt der das Getreide hier hin? Das muss ich jetzt noch rausfinden. Das habe ich jetzt noch nicht ganz kapiert. Okay, der fährt das hier hin, ne? Weil die Flugzeuge hier. Ah. Was ist hier los? Wir warten die Werkzeuge. Ah, das ist alles wieder ungünstig. Ich muss jetzt hier auch hingehen. Okay, Zeit läuft. Oh, 43 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Bis dann. Ciao.